Ja, das ist mein kompletter Ernst. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Flitzers Schlaue Städtetour. Erschienen ist dieses Spiel für die Wii Smile von VTech. Ich weiß nicht, ob ihr die Konsole kennt. Ich hatte die damals und heutzutage habe ich das Spiel erst gespielt, tatsächlich. Erschienen ist es, glaube ich, vor der Nintendo Wii. Und als die Nintendo Wii rauskam, kam dann eine geupdatete Version mit kabellosen Controllern. Die Controller sahen nämlich damals noch so aus. Man könnte jetzt sagen, sehr, sehr klobig, das stimmt. Wir spielen auf jeden Fall Lernspiele und Lernabenteuer. Und Lernabenteuer. Und fangen auch mit dem Abenteuerspiel schon an. Wir können jetzt weitermachen, wir machen aber ein neues Spiel. Und so krass wie wir sind, spielen wir auf schwer. Ich denke, ich muss nicht sagen, dass das ein sehr, sehr einfaches Spiel ist. Ja, ich wollte sagen, scheiße, wieso habe ich das jetzt weggemacht? Nee, das wollte ich nicht sagen. Spielsachen. Ich wollte sagen, dieses Spiel wird, das Let's Play wird nicht lange gehen, wird sich auch wahrscheinlich kein Mensch ansehen, aber ich mache das. Naja, was, die habe ich gar nicht gesehen. Hä, was? Unterschätze niemals Flitzer. Ja, wir spielen hier dieses Auto, was sich Flitzer nennt. Das Spiel hat sogar relativ viele Modi, was echt krass ist für das Wii Smile, weil ich denke, ich muss nicht sagen, dass das Spiel nicht besonders krass aussieht. Denn, nein. Damals hat man sogar noch auf Cartridges gesetzt. Ich kann euch gleich mal eine zeigen, denn ich habe noch zwei Spiele da. Ist Schreck der Dritte, glaube ich, und wie ist das andere? Sportskanone, ne? Ja, zeige ich euch dann noch. Ja, wir müssen jetzt hier Spielsachen einsammeln, ist jetzt nichts Schweres. Aber glaubt mir, am Ende wird das tatsächlich richtig schwer. Ich weiß nicht, wie lange wir hierfür brauchen werden für dieses Let's Play. Ich gehe mal von zwei bis maximal drei Parts aus. Aber immerhin, ne? Ja, fahren wir in die Steine, bekommen wir ein bisschen Schaden, also nicht Schaden, aber wir werden dadurch langsamer und verlieren Zeit. 16 Spielsachen haben wir auch schon eingesammelt. Zange möchten wir nicht. Weiß zwar nicht, warum Fahrrad als Spielzeug gilt, aber ist egal. Übrigens, das Wii Smile müsste eine 16-Bit-Konsole gewesen sein, falls es jemand interessiert. Also circa die Leistung des Super NES bzw. Super Nintendo Entertainment System. Kurz SNES. Ja, ich weiß nicht, wie lange das hier noch so weitergeht, aber sollte mal langsam bitte enden. Und ihr müsst halt wissen, ich habe das ungelogen übel oft gespielt. Nicht nur ich, meine Schwester auch. Aber nein, das war es meine erste Konsole? Ich glaube schon. Aber ich hatte dann auch später noch eine PSP. Also eine PlayStation Portable. Danach war ja relativ lange aus bei mir mit Gaming, tatsächlich.
Aber irgendwann kam dann die Wii. Großartig. Du 185, bist das geht. wirklich clever. Super, du Irgendwann machst einen neuen Rekord hat sich auf dann dem meine Feld. Schwester, mein Bruder, eine Wii gewünscht. Du erhältst ein Schneidwerk für dein nächstes Abenteuer. Okay. Buchstabenfeld. Buchstabenfeld. Und dann kam ich zurück. Seitdem Let's Play ich auch. Ja, wie ihr seht, wir müssen Wehe das Gras auf der hier. ganzen Wiese. Buchstabiere dabei das Wort richtig. Achtung, wenn du dich falsch bewegst, wächst das Gras wieder. Kein Problem. Schwer. Und darf ich echt mal sagen, dass ich diese Musik liebe? Hilfe. Bravo. Bin. Ich weiß nicht, ob das. Ich denke, ich lade das aktuell hoch. Schnittlauch. Hasse ich. Ja, jetzt wächst das erst 100 Jahre. Komm, weiter. Übrigens, ich habe hier solche Farbtasten, da kann ich irgendwelche. Irgendwas. Ach, ich kann hier Musik ändern. Na gut, das wollte ich jetzt nicht. Bim, 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 bim. Din, 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 din. Ja, ich kann die Musik immer noch. Das wird sich auch, das werde ich auch wahrscheinlich nie vergessen. Ach, ich wollte euch noch eine Cartridge zeigen, genau. Ah, das kann ich euch währenddessen zeigen. Das hier ist vom normalen VTech, V-Smile. Sieht man das? Fokussier. Ja, das ist das normale und das ist vom V-Smile Motion. Das V-Smile Motion war dann die Konsole, die mit der Wii halt quasi konkurrieren sollte. Das geht natürlich nicht so einfach, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ich hatte an der Konsole gibt es auch noch so ein dämliches Mikrofon. Ja, wirklich, das gibt's. Da kann man einen dann über den Fernseher hören. Für euch zeige ich euch das sogar, wenn es jetzt funktioniert. Ich hoffe. Das ist kein Scherz. Ihr müsst, hallo. Ihr müsstet mich hören. Über den Fernseher. Ja. Das braucht man bei manchen Spielen, bei dem jetzt ein Glück nicht. Wahrscheinlich werde ich ausgelacht für das Let's Play. Aber das ist mir tatsächlich egal. So, jetzt habe ich das Mikro auseinandergenommen. Muss das wieder zusammen machen. Ups, ich bin aus Versehen gegen meinen Karton gekommen, auf dem das Stativ drauf steht, auf dem dann mein Handy ist. Was ist das, Mandarine? Ein Moment, ich bin gleich fertig. Okay, ich habe es zurück in die Konsole gelegt. Warum ist es so unfokussiert? Danke. Was? Ja, ich wollte doch hier lang. Aber ich muss echt sagen, manche Aufgaben ziehen sich, wie diese hier. Vielleicht mögt ihr dieses Let's Play ja auch, weil aktuell sah es ja nicht so gut aus. Das gebe ich gerne zu mit den Let's Plays. Mario Kart Wii ist irgendwann gestorben. Hatte gar keine Aufrufe mehr. Also wirklich halt null. Und Durchschnittsdauer war zum Teil bei 2 Sekunden. Das wird jetzt mit 3D-Land wahrscheinlich wieder besser, wo ich euch dankbar bin. Aber wenn es euch nicht gefällt, dann kann ich halt auch nichts ändern.
Da kann ich euch auch nicht böse nehmen, wenn ihr einen Let's Play nicht mögt. Denn die Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Jetzt sind wir hier im Zahlensee. Ja, Sammle sehr den schön. Brief ein, der als nächstes in der Zahlenreihe kommen muss. Zähle immer 6 zur letzten Zahl der Reihe Okay, hinzu. immer 6, das Münster 1 heißt zur Hilfe. jetzt Schwer. 27. Boah, diese Schneebälle haben mich schon immer so genervt. Sammle den Brief ein, Das ist der als nächstes in der Quality Zahlenreihe Content. kommen muss. Zähle immer 7 zur letzten Zahl der Reihe dazu. Ist richtig. Da kann keiner was sagen. Richtig. Wer diesen Content hier nicht Super. schätzt, dem Sammle kann man den auch nicht Brief ein, helfen. der als nächstes in der Zahlenreihe kommen muss. Zähle immer 6 zur letzten Okay, Zahl der 6. Reihe hinzu. Bravo. Das ist richtig. Richtig. Denkt ihr, wir schaffen bald die 100 Sammle den Brief Abonnenten? ein, der als nächstes Weil in der wir stehen Zahlenreihe kommen mittlerweile muss. bei Zähle immer 88. 8 zur letzten 8. Zahl der Reihe Nein. hinzu. Das war falsch. Gib die 26. Super. 34, 42. Wir sehen jetzt, sind auch falsche Ist dabei. richtig. Ja, wir haben mittlerweile 88 Abonnenten. Sammle den Brief ein, So der als viele hatte nächstes in der ich Zahlenreihe nie kommen wieder, muss. nachdem ich Zähle YouTube, immer 9 zur letzten Zahl der Reihe hinzu. beendet hatte. Also nicht beendet hatte. Super. Unfreiwillig aufgeben musste, sagen wir es so. Lass das. Danke für deine tolle Hilfe. Ja, sie seht ihr tolle Hilfe. Oh Gott, was war das? Och nö, das habe ich gar nicht gemacht. Wir müssen hier dem Zeige den Krankenwagen Krankenwagen helfen. den Weg aus der Stadt, so schnell du kannst. Flitzer findet den Weg. Schwer. Schwer. Wir haben oben auch eine undetaillierte Karte. Aber für was muss sie auch detailliert sein? Scheiß drauf, wir fahren einfach durch die Pfützen. Ich habe diese Bagger immer so gehasst. Lass mich doch in Frieden. Ja, was ist das für ein Betrug? Ob YouTube das unter Flitzerschlaue Städtetour einordnen tut? Also unter Bereich Gaming? Das würde mich mal interessieren. Weil zum Beispiel sowas wie Mario Kart Wii wird ja unter Mario Kart Wii geordnet, DKCTF unter DKCTF, so wie es halt sein soll. Aber wo wird das hier hingeordnet? Bekommt das überhaupt eine Ordnung? Weil ich meine, es gibt Let's Plays vom Wii Smile. Tatsächlich. Es gibt tatsächlich noch einen besseren Controller. Den hatte ich auch. Das war der, der dabei war. Der war halt wirklich mega nice. Da konnte man noch zeichnen auf dem Controller. Also, wie auf dem Video Gamepad gefühlt. Nee, da will ich nicht. Ich kann euch mal zeigen, was das Loch macht. Wir kommen komplett woanders draus. Da ich da keinen Bock drauf habe, mache ich das nicht. Ich könnte so kotzen. Fahr weiter. Jetzt ist vorbei. Das sieht man am roten Kreuz. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, na klar habe ich das sehr gut gemacht. Das habe ich geliebt. Recycling-Profi. Das war meine Lieblingsaufgabe. Das Müllauto braucht deine Hilfe bei der Mülltrennung. Bring den Ja. Müll zum richtigen Container. Altpapier, Altglas, Metall. Das Spiel hat Schwer. es echt geschafft, mich zu unterhalten Blumenvase. damals. Das ist echt schön. Richtig. Blumenvase. Und tatsächlich unterhält mich das heutzutage auch noch. Zeitschrift. Bravo. Klar kann ich das nicht mehr den ganzen Tag spielen. Dafür Dafür habe ich ja jetzt Super Mario Odyssey. Übrigens Richtig. auch danke für die ganzen Aufrufe auf das Zeitschrift. Unboxing. Ich verstehe nicht, Super. irgendwie kommen die Unboxings bei euch übel gut Bravo. an. Zeitung. Sehe ich ja zum Dann Beispiel die Arzneitüte.
am Wii U Pro Controller Unboxing. Das ist mein meistgesehenes Video. Jemals. Über 70 Aufrufe. Danke, wirklich. Ja, sammelt man eine Uhr ein, bekommt man mehr Zeit, aber ich hab's halt versaut, ich hab's sie nicht eingesammelt. Ne, leider endet das Spiel schnell. Achso. Ja, man soll hier halt lernen. Vielleicht lernt ihr ja was. Oh nein. Schlimme Kindheitserinnerungen an dieses Drecksspiel. Malaufgaben geteilt durch Aufgaben. Ich hab sie gehasst. Ich hasse sie immer noch. Der Lastwagen soll die Container im Hafen verteilen. Hilfst du ihm, sie an den richtigen Platz zu bringen? Bringe den Container. Aber selbstverständlich. Zu 14 plus 16 ist bestimmt 49. Und dieses Geräusch, ich habe es so gehasst. Bim, 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 bim. Einen Moment. Möchtest du das Spiel wirklich beenden? Okay, alles gut. Das ist doch schon wieder 30. Komm, hör auf, mich zu verarschen. Glaub mir, irgendwann werden die Aufgaben noch richtig scheiße. Lass mich durch, du Drecksding. 2x2, okay, das kann ich ja noch. Da habe ich noch kein Problem mit. Denn das ist 4. Na komm, gib her. 4x8. Oh Gott, 16. Man merkt schon, Mathe ist nicht so meine Stärke. Und wenn Mathe... Was? Hä, es muss doch 16 sein. Warte mal. Hä, bin ich jetzt komplett dumm? Na, oh, ich bin wirklich dumm. Nein? Oh Gott, ich blamiere mich ja richtig. Ja, na klar. 4 mal 8 ist 24, es tut... Ne, 32. Ich gebe mir jetzt Mühe, okay? Wie ihr seht, ich bin nicht besser geworden. Oh, das merkt das Spiel auch. Und gibt mir wieder eine Plusaufgabe. Jaha, ich komme doch. Diese Laster nerven mich so sehr. Was, das war's? Gratuliere. Über 1000 Punkte, nice. Die Urkunde für hilfsbereite Bürger. Was für ein toller Erfolg. Zur Belohnung kannst du ein Rennen auf der Rennstrecke fahren. Rennstrecke. Jetzt wird's sick. Das ist das Schwerste im Spiel. Okay, Taste drücken, um zu beschleunigen und Steuerkreuz, Joystick, um mich zu bewegen. Wir müssen Erster werden. Und guckt euch das an, das ist so schwer. Früher konnte ich es im First Try, heutzutage weiß ich nicht. Ich muss mich anstrengen. Und ja, die Grafik ist... Sieht aus wie Super Mario Kart, das kann man sich schon denken. Nur noch ein bisschen besser. Hä, ich dachte, es kommt eine Kurve, ja jetzt. Nur... Ja. Aber berühren einen einmal diese dummen Rennwagen, dann ist es gleich wieder vorbei. Schneller Flitzer, komm. Nicht dagegen. Alles gut. Fahr.
Da vorne ist gleich der nächste. Wir können das machen. Nein. Bitte komm. Aber glaubt nicht, wenn wir die einmal überholt haben, dass sie nicht wiederkommen. Die können uns nochmal überholen. Ja, du Drecksspiel. Wahrscheinlich wird das hier sogar unter YouTube Kids eingeteilt, was richtig dumm wäre. Scheiß auf die Werbung, klar. Ich schalte keine Werbung. Aber die Kommentare würde ich gerne sehen. Was? Jetzt ist gerade der Fall eingetreten, den ich hasse. Nee, wir haben keine Chance, wir müssen das neu machen. Kriegen wir nicht hin. Dafür ist das zu schwer. Ich krieg sowas nicht mehr im First Try hin. Hallo? Ich gebe doch schon volle Pulle Gas. Ja, können wir vergessen, müssen wir neu starten. Wir haben nur noch 90 Sekunden. Ich glaube, man darf da gar keinen Fehler machen. Also wirklich, die Rennstrecke ist super krass. Das ganze Spiel davor ist lächerlich. Wirklich, das habe ich mir früher schon gedacht. Außer vielleicht die Malaufgaben und Durchaufgaben. Hat man ja gesehen, dass ich da ein bisschen Probleme mit habe. Aber wir schaffen doch die Rennstrecke nicht. Ja, es läuft gerade super. So wie es der Sprecher sagt. Komm, das wäre so geil, das im First Try zu schaffen. Das habe ich früher tatsächlich gekonnt, aber heutzutage. Das Spiel ist mega schwer. Das ist perfekt. Flitzer, machst du weiter? Nein. Ja, nee, können wir vergessen, das schaffen wir nicht. Nur noch 20 Sekunden haben wir Zeit, um ans Ziel zu kommen. Und es kommt nochmal eine Kurve, dann schaffen wir es nicht. Es könnte jetzt das Ziel kommen, aber ich weiß es. Nein. Haben wir nicht geschafft. Scheiße. Ja, los. Diesmal besser, komm. Und übrigens, damals habe ich auch schon immer auf schwer gespielt. Anfangs nicht. Da kannte ich das Spiel ja noch nicht. Aber danach immer auf schwer. Da habe ich mich immer mega krass gefühlt, auf schwer das Spiel zu spielen. Aber heutzutage bin ich froh, wenn ich es ein bisschen einfacher zum Teil habe. Weil ich bin ehrlich, viele sagen ja immer sowas wie 3D World ist viel zu einfach. Junge, ich gehe bei 3D World gefühlt jedes Mal Game Over. Ich kann dieses Spiel nicht. Deswegen tut's mir leid, ich denke nicht, dass da ein Let's Play zukommt. Das tut mir mega leid, weil ich weiß, dass das Spiel viele Fans hat. Ja, es gibt die Möglichkeit, ein Together zu machen. Mit mir und OfficialLink98, was echt nice wäre. Wir brauchen nur noch beide das Spiel und das... Ich weiß nicht, aber ich denke, wenn wir das abwechselnd hochladen, wäre das am besten irgendwo. Dann haben wir beide was davon. Aber von mir aus kann es auch nur bei ihm kommen. Da habe ich auch kein Problem mit. Ich wollte schon sagen, jetzt haben wir es so easy geschafft. Ne, es kommt noch eine Kurve. Komm, zieh! Wieso ist dieser Lastwagen überhaupt so verdammt nochmal schnell? Alter, das ist so ein Betrug. Ich sehe ihn noch.
ich sehe ihn noch. Da ist er. Komm, das muss es sein. Der Versuch ist so verdammt nochmal gut. Zieh rüber. Diese Kurven sind die schlimmsten in einem Videospiel jemals. Hey, wie viele fahren hier denn mit? Sind ja gefühlt 5 Milliarden. Oh Gott, schon 25 Minuten. Wir müssen das jetzt schaffen. Es sieht ja auch, eigentlich auch gottverdammt gut aus, aber... Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Wir haben noch 40 Sekunden, das ist eigentlich ganz viel. Ja, ja, das war's. Second try. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich hier für eure Aufmerksamkeit dieses Parts und Flitzers schlaue Städtetour. Im nächsten Part machen wir noch weiter mit den Lernspielen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.